Hawthorne High School Winter Break, 1994. I'm Arthur Morgan. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren... zu einem weiteren Horrorspiel. Morning. You're the new guy, right? Richtig. Und weiter? Weiterem Horrorspiel? Ah, morning. Namens yeah, Hawthorne. That's me. You're my safety and security dispatcher. Was noch? Wir spielen das jetzt? Und ja, ja, genau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und genau. Ah, oh, Dominic! But also, yes, I'm your dispatcher. I'll be checking in with you while you do your rounds. Have you worked as a security guard before? No, it's a first-time thing. I recently moved here to go to university and needed a job in between classes. Not that I don't appreciate the opportunity. But you sounded a bit on the younger side. And don't worry, I'm not your boss. I'm just here to check in with you from time to time. Well, that's good to hear. The orientation was a bit on the brief side, so it's good to have someone help me out. Yeah. Schön. It's a quiet town. All you need to do is just walk around and try not to have a tea party with one of the science room skeletons out of boredom. Thanks for the tip. I honestly don't mind the quiet here. It's peaceful. It's peaceful because it's winter break. When I attended Hawthorne, it was far from it. You're a local? Yep. Born and raised. Radio me if you need anything, new guy. Okay. Will do. Thanks, April. So. Moinsen Kev und damit Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen lustigen Horrorspielchen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Ja. General. Game Volume. Das ist besser. So. Examine Maps. Okay. To stay aware of your location. Open your inventory to see tasks and views. Time to start my rounds at around Hawthorne. The first route leads me to the Okay. Genau. Gut. Ja, wir sind im Prinzip ein Security Guard. Und wir müssen jetzt diese wunderschöne Highschool beklumpfen. Genau, von der wir nicht wissen, wo wir sind. Genau, aber wir lassen mal die Türen offen, dass wir wissen, wo wir waren. Ja. Hier, the stairwell. Ist stairwell? Locked. Ist das die Staircase? Ich weiß es nicht. Also die Staircase ist Treppe, ne? Oder nicht? Ist der Treppenhaus. Ahnung, ist, glaube ich, Treppenhaus. Aber das ist ja ein Treppenhaus. Vielleicht ist das eine andere Bezeichnung. Guck. Wo ist man hin? Classroom C. Okay, einfach gerade. Body set the second floor. So, einfach wo muss man hin? Classroom C, einfach geradeaus in dem Fall, ne? Ja, richtig. Du kennst das. Du weißt Bescheid. Principal's Office. Ist zu. Hä? Was? Tun die nicht? Wahrscheinlich ist das für drin. Aber in welchem Zimmer ist denn der Lichtschalter draußen? Das gibt's halt in Deutschland nicht, ne? Das gibt's halt... Ne, in Deutschland gibt's das nicht. Ja, Staircase ist Treppenhasu. Treppenhasu. In Deutschland gibt es das nicht, weil da könntest du ja einfach vorbeilaufen und das Licht ausmachen, so. Ja, mega genau. Asozial. Buletin. Alles klar. Das ist die Frau von Putin. Buletin. Hier, Glas und sie. Weiß ich. Dann geh mal rein. Oha. Boah. Objective updated. Next route on my rounds leads to the storage room in the northwest section of Hawthorne. Warum hängt denn da die Karte von der Wand, Alter? In dem Zimmer. Hä? Ist ja komplett strange. Ah, weil Russland für uns langsam gestorben ist, deswegen reißt das gerade ab. Ah, okay. Ja, das stimmt. Was auch ein ganz lustiger Funfact ist, ja? Man denkt immer so, ja, Krieg zwischen USA und Russland, dann fliegt ja hier alles umeinander. Ja. Aber du musst es ja mal anders sehen. Die schießen ja hinten rum. Hintenrum, ja. an der kürzesten Stelle, also an der engsten Stelle ist Amerika und Russland 80 Kilometer voneinander entfernt bloß. Echt? Ja. Krass. An der nächsten Stelle. Das ist komplett krass, wie nah das eigentlich aneinander ist. Ja, wenn du es auf der Karte siehst, denkst du, die müssten ja komplett durchs Land schießen, aber ja, ist ja eine, ja, nee. Ist ja eine Kugel. Über die ganze Welt, ja, komisch. Nee, die Erde ist flach. Was für Kugel?
Wo müssen wir jetzt hin? Northwest Section? Keine Ahnung, was steht da? Ja, also wir searchen mal eine Karte. Genau. Norden, Westen, das also, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Storage Room. Storage Closet. Ist das Storage Room? Wahrscheinlich. Ja, aber Nordwest. Ja, okay. Ja, ja, ist ja Nordwest-Räume. Ja. Ist, ja, ist ja fast nur mehr Westen als Norden, aber egal. Das heißt, wir müssen hier und dann nach unten. Ja. Ja gut, ist halt fast nur Westen, ja. Mhm. So, und dann müsste hier... Janitor's Closet, dann müsste hier zur Storage Closet kommen. Mhm. Da. Ja. Was ist denn Licht an? Oder? Hä? Hä? Ah, doch. Ah, tatsächlich. Ein Haufen Fernseher. Oh. Put away oder read? Das wäre jetzt noch cool gewesen, wenn du da reinguckst und die wäre da beschrieben gewesen. Ja. Military Police. Military Police in Town of Hawthorne are investigating a break-in at Bessboro Armory that occurred on Sunday morning. Civilian footage shows a vehicle next to the base's loading bay after an unknown individual broke the facility's front gate. Authorities believe the suspect had an understanding of the base's security schedule that must have come from observing the area for a number of days. MPs and local police are looking for any information regarding the suspect. Male, athletic, built approximately 6, keine Ahnung, 3 in height. Last seen wearing a long dark coat, or the vehicle used a white paneled van with license plate number SRE9745 that is believed to be stolen. An inquiry is already underway on Bessboro's lapse in security that was instrumental in the success of the break-in. There's no official comment from the site's authorities at this time. Okay, danke schön fürs Lesen. Hab ich doch glatt den Jumpscare vergessen. So. Oh oh. Das wird mies. Nein, das wird toll. Ich vergesse den eh. Will ich das? Hä, Wabba? Wabba? Wabba. Da geht nur die. Mach mal aus. Ja, das ist aus. Das ist an. Jetzt mach mal aus. Geht nur die hier da hinten aus. Ach, das ist das Mondlicht. Hä? 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 Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Mit deinem Scheiß. Wo muss man jetzt hin? I'm starting to get the hang of this. Next to my route ends at Outroom Storage. In the southeast. Haben wir eine Karte? Ja, ne? Ja. Outroom Storage. In the southeast. Da unten. Outroom. Da müssen wir einfach einmal hier rum. Genau. Ganz in der Eck. Und jetzt links. Säckel. Ah. Main Office? Was, Main Office? Wo müssen wir hin? In der Art Room, andere Richtung. Da geradeaus und dann rechts. Hier rechts? Vermutlich. Ah, und dann links, ne? Art Room, da, Art genau, Room. Hier sind wir. Es sieht dunkel aus. Art Room Storage? Siehste? Ja, wo ist denn dann das Storage? Ah. Da, wo wir jetzt sind. Genau, also hier rein in dem Fall, ne? Ah, lol, okay. Objective updated. Ja, wir haben keins. Wir haben keins. Spätschicht. Okay, das war jetzt der erste Rutsch. Mhm. Oh, wir haben sogar einen Purple. Oh, einen Purple. Und wir können sogar... Das ist ein rechtes Bein, Alter. Vielleicht hat er ein Problem mit seinem rechten Bein. Vielleicht hat er irgendwie was in der Hüfte. Time to start my evening shift rounds around Hawthorne. Let's start by going to the infirmary. Infirmary. Infirmary, wo ist das? Da. Links. Da ist natürlich die Tür wieder offen. Da hat jemand einen Stuhl rumgezogen. Oh, die Kamera, Entschuldigung. Ist auch komplett dämlich, wie das Ding in der Mitte hier stehen bleibt. Was denn? Der weiße Pfosten, wenn man beide Türen aufmacht. Nee, das hat einen Grund. Nämlich, du bist doch Glaser.
Ja. Wieso hat das einen Grund? Warum sollte man das machen? Wenn man mit irgendwas Breitem da durchfahren muss, ist ja komplett im Weg. Völlig richtig. Aber in Amerika sind die nicht so weit anscheinend mit den Türen und so, mit den, wie weit halt wie wir sind als Glaser und so. Ja. Deswegen kriegen die das brandschutztechnisch nicht hin, dass die Türen zu sind, wenn die zu sind. Okay. Die kennen das nicht mit Falz und so. Also mit hier, guck mal. Ja, ist ja so eine 0815 Standardtür, wie man sie kennt. Ja, die fällt da ins Schloss und dann hast du da trotzdem noch einen Spalt dadurch. Und deswegen sind da Türen, die halt dann noch einen Pfosten haben, damit das brandschutzmäßig irgendwie in Ordnung geht. Okay. So, in Deutschland, Alter, so eine Brandschutztür, doppelflügelig, wenn die zugeht, Alter, und du hast einen Finger drin. Tschüss. Dann reißt dir den Arm mit ab. Ja. Ohne Witz, also, ja, Amiland, die sind halt mega, mega weit da. War das richtig überhaupt? Infirmary, ja. Ja. Haben wir ein eigenes Krankenhaus, oder was? Hey, how's the evening shift? Alter. Hey, April. Hey, it's April. Good. It's just... Ein Wort so. Just hey, doing around, April. Staying on schedule. Yeah, I'm bored too. Have you explored much of the school outside? Mashallah, the school? Ah, hier not really, no. Aber Hauptsache pushbar, Alter. Go, Hawthorne, go, Bruns! I should. Ja gut, da hat es halt auch ein bisschen andere Menschenmengen wie bei uns. In so großen Highschools, oder nicht? Ich denke auch, dass es da eine Panik gibt, die rennen hier einfach gegen die Tür. Mhm. Was auch ein geiles Objective, so ein Detail, wenn man so Vollgas gegen die Tür rennt, dass die dann aufgeht. Ja. Das wäre cool. Ja. Aber, ja. Go to the basement. April is enticing me to go to the basement. Not sure why, but I'm a bit bored of my rounds anyway. Basement. And now. Ah, hier sind wahrscheinlich die... Prüfungen gelagert, wo man dann... Sag mal, so ein bisschen neblig hier, ne? Ja. Hä? Was? Die ist gerade zugegangen. Waren die offen überhaupt? Na klar, da sind wir doch reingegangen. Strange. Die ist gerade zugegangen. No joke. Wir sind ja hier rein, ja. Hab direkt hier rumgeguckt und sind da vorne raus. Mhm. Und hier ist sie auch zu. Und die hab ich gleich zugemacht. Ich glaube, ja. Jetzt bin ich gerade hier rausgelaufen einfach. Interessant. Geister! Okay. Geister? Weißbrot. Nee, sorry, ich hab Angst vor Geistern, deswegen erschrecke ich mich manchmal. Angst vor Geistern, ja, ja. Okay, ja, ich nicht. Geistern vor Angst keiner hat, er sagt. Weil Geister gibt's ja schließlich nicht. Ach so. Warum nicht? Und das weißt du. Beweis es mir, dass es hier gibt. Beweis mir, dass es nicht gibt. Hast du schon mal einen gesehen? Really? Hast du schon mal einen nicht gesehen? No. Are you in the basement? Naja, das Sehen ist ja kein Argument, weil es ja eh übernatürlich ist. Ja. Also, du kannst sie nicht sehen. Ja, du kannst sie auch nicht sehen. Doch, das kann ich schon, weil ich sehe sie ja nicht. Ja. Ja. Ja, beweis es, dass es nicht so ist. Ach, wir können hier einfach runter? Basement. Oh Gott, das Basement. Ab in den Keller. Wie guckt denn der? Guck mal. Hä, gerade eben hat er so... Alter. Was ist Schatten, Alter? Wo kommt denn das her? Also im Schatten nach zu urteilen müsste das Licht ja komplett von unten kommen. Gate and other things typical of a high school basement. Go to the room on your left. It'll be worth it, I promise. Go to the room on the left. Oh Gott, das will. Now what do you see? A boarded up door? Wanna know what's on the other side? Maybe. This is getting a little weird. It's part of the original school. Half the classes used to be down there before they built the new wing. We used to call it the dungeon when I attended Hawthorne. The dungeon? Well, that's grim. I had math and history down here for 3 years. That's grim. After the new part of the school was finished, they moved everyone upstairs for renovations. So, why is it all locked up then? So many rumors around Hawthorne on why they condemned it. I've heard things from the school hiding a crime that took place there by a disturbed former art teacher, to a pipe bursting causing water damage and black mold with no school funds left over to fix it.
That last one being the least exciting, but probably most accurate one. I'm inclined to agree. But for now, it's off limits to everyone. Brecheisen suchen, reingehen, Alter. Ja, echt so. Explore the basement. Ja gut, es war halt die alte Schule sozusagen. Also ja. Hier hat man vorher Unterricht gehabt und dann wurde oben renoviert. Genau. Zerbrochener Spiegel. No loitering. Was ist ein loitering? Ich glaube kein Rumlungern. Alter. Da ist niemand drin. Warum? Shit, warum stehen hier Gummistiefel? Also das Spiel wollte wahrscheinlich, dass wir das so sehen. Wir haben es nur wieder nicht gecheckt. Das Spiel ist gerade mega. You okay over there? Alter. Shit. Oh mein Gott. Alter, das Spiel, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist mega gruselig, aber verarscht es wieder nur. Oder wir blicken es wieder. Nicht. Also, if you need batteries or anything for your radio, it'll be kept down here. There was an issue with the past, so electronics. Komm mal ran hier, Mann. Scheiße. Ist schon wieder so abwesend. Batteries are in the basement. Das war unerwartet. Noted. Ja. Thank you. Naja, ich meine, welches Spiel wird dir sagen, ja, Achtung, Jumpscare? Keins. Yeah, sure. I've had enough of the dungeon anyways. What am I doing with the keys? Was für Schlüssel? Barely lasted one night down there. As part of the security package for the school, we're updating Hearthorn's rusty locks to keypads, keycards, and other fancy things tomorrow morning. Alter. That sounds pretty high tech. It's 1994, new guy. Times are a-changin'. Times are changing. Fair enough. Go to the reception office and find the main set of keys for Hearthorn. Reception office. Ich hab gar keinen Kopf. Nee, hast du nicht. Du bist ein Kopfloser. Wo soll ich jetzt hin? Reception Office for the main keys of Hearthorn hier. Irgendwo. Reception Office. Main Office? Main Office? Wahrscheinlich Main Office, ne? Ist wieder jemand Stuhl verschoben. Ey, die Kackschüler immer hier. Genau, einmal rechts. Und dann da hinten links. Main Office. Was? Hey Geoff. Figured. You might find this if you're cleaning house under the windbreak. It's probably just the pipes. But I've seen hearing some metallic noises from coming from the basement. I know no one's been down there in years, but could you go down and take a look? If you're not comfortable with going past the gate, I totally understand, boy. Now stop wanting to go back down there again after last time. Principal Greg Anderson. Damn, boy! Tell me what really happened on that boat. So. Na, die Pflanze sieht gut aus. So, da sind wir, Main Keys. Wo ist denn der Bürgermeister? Nee, hier der Dings. Wo sind denn die Schlüssel? Wie heißt denn der? Der Schuldirektor. Genau. Hallo? Entschuldigen Sie? Wo haben Sie denn Ihre Schlüssel? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Bangkok? Ich muss da eben mal hin. Nach Bangkok? Ah! Ah. Wow, wie detailliert. Sogar mit dem Logo drin. Und dann noch beidseitig gespiegelt, bedruckt. Aber. Falsch rum reingemacht. Nee. Aber. Ja. Der Schlüssel hat nicht mal eine Prägung, also in welches Schloss soll der passen? Vielleicht ist es ja ein ganz besonderes Schloss. Ah, ne, guck, da sind so Linien drauf und hinten sind so zwei Punkte. Mhm.
Boah, detailreich gemacht. I got the keys. Awesome. On your way out, just leave them in the company truck for the technicians. We always keep it parked out there, and they have their own set to open it tomorrow morning and grab them. Will do. Night, April. Night. Nighty-night. Night. Late night call. Hello? Hey, it's April. You're on call tonight, right? Yeah, I'm up. What's up? The alarm at Hawthorne is going off. Can you drive down there? The installation guys probably wired something wrong, but we still gotta check it out. Yeah, sure. I'm on my way. The new key is hidden in an old school bus in the woods next to the school. The technician had to leave late and needed to put it somewhere. And it's not like he could leave it under the doormat. That seems unorthodox. No offense. Don't let our fancy logo fool you. We're quite an unorganized company. Right. I'll let you know when I find it. So, und jetzt befinden wir uns in den Woods. Mhm. Und damit herzlich willkommen